das Hallelujah ertönt. Reiter lecken, Treiber lärmen, ja, man hört die Spur. Schweißbedeckte Tiere, ja, den Mut fehlt nur. Den Geruch in der Nase und die Zunge hängt auf. Der Kreis ist geschlossen, jetzt ist es bald aus.
Entscheidung ist getroffen und die Reise geht los. Unter seinen Stiefeln knirscht der Kies im Garten. Erinnerungen kommen, doch er darf nicht darauf warten. Hey! Zeit drängt, was hab ich nur verschenkt? Freiheit, ich komme! Deine Haare sehen dreckig aus, denn morgen keine Arbeit. Ich schmeiß dich schon noch einmal raus, wie die Abfahrt nur schreit. Ein Auto hält, man fragt wohin, man sagt ganz schnell noch fort. Er denkt zurück an den Beginn, sie sprechen nicht ein Wort. Hey, was hab ich nur verschenkt? Freiheit, ich komme! Hand im Glück, nimm dich mit, nicht nur ein Stück zur Paper. Früher dir, da geht es mir, ich will heraus aus meinem Zimmer. Sein Ziel, das ist erreicht. Wo kann er bleiben über Nacht? Zu Haus wär's jetzt so leicht. Sein Bett, das ist bestimmt gemacht. Man glaubt, er kommt zurück. Der Bruder hat gewiss gelacht. Das bricht ans das Genick. So geht er dann die Straße lang. Die Leute sehen ihn nicht. Da kommt ein Typ und fragt dich lang und nimmt ihn mit zu sich. Hey! Was hab ich nur verschenkt? Freiheit, ich komme! Hand im Glück, nimm ich mit, nicht nur ein Stück, sondern Fehler. Wie früher dir, da geht's jetzt mir, ich will heraus aus meinem Zimmer. Hält vor ihm ein grüner Wagen. Die Suchmeldung zeigt sein Gesicht. Sie packen ihn am Kragen. Zu Hause geht's erst richtig los. Mutter beginnt zu weinen. Der Vater schreit, dich zog dich groß. Und dann, dafür kennst du keinen.
Zahlen. Wie man ein paar Wochen lang, er kann nicht mehr ertragen. Sein Ziel, das ist die Autobahn. Er wird es immer wieder wagen. Hat's im Glück, hat's im Glück. Dich gibt es so oft. Es wird dich immer geben, solange man noch hofft. Und die Tür ist wieder offen und der Himmel wieder rot. Und die Entscheidung ist getroffen und die Reise geht wieder los. Und der Seidenstiefel knirscht der Kies im Garten. Erinnerungen kommen, doch er will nicht auf sie warten. Hey! Zeit drängt, was hab ich nur verschenkt? Freiheit. Ich komme! Hans im Glück, nimm mich mit, nicht nur ein Stück, sondern für immer. Wie früher dir, da geht's jetzt mir. Ich will heraus aus meinem Zimmer. Hans im Glück, nimm mich mit, nicht nur ein Stück, sondern für immer. Früher dir, da geht's jetzt mir. Ich will heraus aus meinem Zimmer. Hans im Glück, nimm mich mit, nicht nur ein Stück, sondern für immer. Früher dir, da geht's jetzt mir. Ich will heraus aus meinem Zimmer. Sich Christus Gottes Sohn kam von seinem Himmelsthron in unsere kleine Stadt. Er sprach dann auf dem größten Platz, sprach immer wieder diesen Satz: Liebet eure Brüder. Doch ich glaube, das Kreuz steht schon bereit. Und ich glaube, sein Thron ist nicht mehr weit. Jesus ist kein Platz in dieser Welt. Man hatte sich ihn anders vorgestellt. Leute kommen, Leute gehen. Jeder will den Christus sehen. Doch was keiner glaubt es ihm. Ist er wirklich der Prophet? Ist es ein bärtiger Prolet, ein linker Demonstrant? Doch ich glaube, das Kreuz steht schon bereit. Und ich glaube, sein Tod ist nicht mehr weit. Für Jesus ist kein Platz in dieser Welt. Man hatte sich ihn anders vorgestellt. Als der Kerl begann, den Marx zu loben, also doch ein Kommunist. Dann erschien die Polizei und dann flog das erste Ei. Und Christus weinte nur. Dann plötzlich kam es zum Tumult. Man fragt sich heute, wer hatte Schuld? Da nahmen sie ihn fest. Und Christus schrie, es kommt der Tag. Darauf fiel der erste Schlag.
gestellt. In der Zeitung las man dann, Polizisten erschlugen man, die Nerven gingen durch. Nun ja, der Kerl war Kommunist, jede Erlaubnis hatte er nicht, das kann schon mal passieren. Das Dach ist nicht ganz dicht, aber endlich leben sie zusammen. Auf dem Tisch verbreiten Kerzen warmes Licht, auf dem Ofen kocht Tee in zwei Kannen. Ein wackeliges Bett, ein Schrank und ein Tisch, das war im Preis inbegriffen. Es stinkt zwar zur Zeit noch ganz scheußlich nach Fisch, aber das vergeht beim ersten Kiffen. Ein eigenes Zimmer, ihr Traum wurde wahr. Der milchige Schimmer wurde wunderbar klar. Sie leben zusammen nach fast endloser Zeit. Sie leben zusammen, sie sind nur zu zweit. Die erste Zeit war einfach schön, immer zu zweit erwachen. Um 12 begann man aufzustehen, um etwas Tee zu machen. Sie tranken ihn aus einem Krug und war jetzt eins für immer. Liebe war doch nicht klug und trug, Liebe wärmte dieses Zimmer. Weil Geld ganz einfach fehlte. Man hatte eben keinen Pries und der Hunger quälte. Auch die anderen Mieter in dem Haus wollten die beiden Linken. Schmeißt endlich diese Hippies raus, die nehmen Rauschgift und stinken. Der Strom war lang schon abgestellt, man griff wieder zu Kerzen. Doch auch zur Miete braucht man Geld und langsam hieß der Hunger Schmerzen. Ein eigenes Zimmer, ihr Traum wurde wahr. Der milchige Schimmer wurde wunderbar klar. Sie leben zusammen nach fast endloser Zeit. Sie leben zusammen, sie sind nun zu zweit. Ja, er ist Maler und natürlich ein Genie, und er will nicht in den Arbeitstrott. Zärtlich, freundlich, liebevoll war sie, jetzt ist sie mürrisch und kaputt. Heute Morgen trennten sie sich und der Himmel war so richtig trübe. Ich geh nach München, sagte er ihr, und sie lächelte.
lächelte und dachte an die Liebe. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt mach. Und ihre Augen wurden feucht. Der letzte Kuss schmeckte so flach. Ja, doch, es war so leicht. Maul. Blutige Schädel von etwas zerstört. Verzweifelte Schreie von niemand gehört. Ein zitternder Körper zerfressen von Blei. Noch ein letztes Zucken, dann ist vorbei.
All dies wird eintreffen, wenn ihr nicht Nein sagt. Denn dann wird der letzte Mensch mit zerfetzten Gedärmen und verpesteter Lunge antwortlos und einsam unter der giftig glühenden Sonne und unter wankenden Gestirnen umherirren. Einsam zwischen den unübersehbaren Massengräbern und den kalten Götzen der gigantischen, betonklotzigen, verödeten Städte. Der letzte Mensch, dürr, wahnsinnig, lästernd, klagend. Und seine furchtbare Klage, warum, wird ungehört in der Steppe verrinnen, durch die geborstenen Ruinen wehen, versickern im Schutt der Kirchen, gegen Hochbunker klatschen, in Blutlachen fallen, ungehört, antwortlos, letzter Tierschrei des Tieres Mensch. All dies wird eintreffen, morgen, morgen vielleicht, vielleicht heute Nacht schon, vielleicht heute Nacht, wenn ihr nicht Nein sagt. Zufrieden die Leute, dann geht's um Feier.